Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um das Thema Interrupts gehen. Zunächst einmal eine kleine Erläuterung, was sind eigentlich Interrupts und der Vergleich zwischen Interrupts bzw. das Polling. Das möchte ich an einem Beispiel zeigen, und zwar es soll folgendermaßen aussehen. Wir haben hier unser System, das kann irgendein chemischer Prozess sein. Und wir möchten eine Fehlerbehandlung machen. Das heißt also, wir bekommen irgendwo ein Fehlersignal. Das bekommen wir über einen Port-Pin entsprechend geliefert. Und wenn dieser Fehler auftritt, dann sollen letztendlich irgendwelche Mechanismen ablaufen, die wir dort programmieren sollen. Unter anderem soll auch ein Alarm ausgelöst werden. Na, und in dieser Funktion, in der auch dieser Alarm ausgelöst wird, da könnte man dann beispielsweise weitere Systeme zuschalten oder abschalten oder sonst irgendwas machen. Okay, und das haben wir im Prinzip, diese Möglichkeit können wir lösen, einmal über Polling und einmal über Interrupts. Und ich möchte heute in dieser Folge den Unterschied einmal zeigen zwischen Polling und Interrupts. Und in den nächsten Folgen werden wir dann weiter um das Thema Interrupts. Werden wir uns weiter mit dem Thema Interrupts beschäftigen. Okay, gucken wir uns das System erstmal an. Ich habe hier erst einmal ein leeres Projekt und wir haben zwei Ein-Ausgabe-Pins. Einmal haben wir unser Fehler, das heißt, das ist der Eingabepin, über den letztendlich diese Fehlermeldung hineinkommt. Die setze ich mal auf P2.0. Und dann möchten wir einen Alarm ausgeben. Einen Alarm, den setze ich mal auf P21. So, P21. Okay, das sind unsere beiden Ein- bzw. Ausgabepins. Und in While möchten wir dann entsprechend diese Sache auswerten. Und zwar müssen wir vorher noch einmal irgendwas dort einprogrammieren, was der Mikrocontroller macht. Das könnten Anzeige-Routinen sein oder sonst irgendwas. Ich programmiere einfach mal eine Vorschleife, die irgendwas macht. Ob es nicht 1 gleich, sondern i gleich 0. Dann soll er das mal 100.000 Mal machen, damit auch ein bisschen Zeit vergeht. i++. Und was soll er machen in dieser... Er soll einfach... P1 brauchen wir noch nicht. Dann soll er einfach P1 gleich i setzen. Und hat auf jeden Fall irgendwas zu tun. Okay, wir brauchen unser i, wir haben bis 100.000 gezählt, das heißt, wir werden mit einem normalen Integer nicht auskommen. Das heißt, ich definiere mal ein unsigned longInt, so dass wir auch bis 100.000 zählen können. Und ja, hiernach möchten wir entsprechend unsere Fehlerauswertung machen. Das heißt, ich nehme einfach mal ein Unterprogramm, Fehlerauswertung, und in diesem Unterprogramm soll letztendlich der Fehler ausgewertet werden und das Alarmsignal gesetzt werden. Okay, was müssen wir dazu machen? Wir müssen zunächst einmal, um den Fehler überhaupt auswerten zu können, müssen wir den Port-Pin von Fehler erstmal gleich einsetzen, weil wir sonst aus diesem Port-Pin nicht lesen können. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. So, vorher setzen wir die ganzen Ports mal auf 0. P1 gleich 0. Ja, P2 war das. P2 gleich 0. Ach ja, und P1 zählen wir auch noch hier hoch. Das können wir vielleicht auch noch vorher auf 0 initialisieren. P1 gleich 0. Okay, das Programm Fehlerauswertung müssen wir jetzt noch erstellen. Das mache ich mal hier oben drüber.
So, das ist ein Programm, das nicht zurückgibt und auch keine Parameter übergeben bekommt. Und was soll hier passieren? Hier soll letztendlich dann, wenn ein Fehler auftaucht, dann soll auch das Signal gesetzt werden. Das heißt, ich könnte einfach sagen Alarm gleich Fehler. So. Das heißt, Alarm ist immer dann gleich 0, wenn Fehler auch gleich 0 ist, und Alarm ist gleich 1 gesetzt, wenn ein Fehler aufgetreten ist, also wenn Fehler gleich 1 ist. Das heißt, ich würde mit einem 1-Signal würde ich letztendlich den Fehler entsprechend auslösen. Ich kompiliere das Ganze einmal und schicke das Ganze mal auf den Emulator. So, ich starte das Programm einmal. So, und wir sehen hier, ist der PIN noch auf 1 gesetzt. Das heißt, der hardwaremäßige Anschluss steht noch auf 1. Den muss ich erstmal zurücksetzen. Und dann dauert das auch ein wenig, bis er da die 0 gesetzt hat. Okay, das hat er jetzt gemacht. So, und jetzt gehe ich mal in das Programm und gucke mir das mal an, was passiert. Das müssen wir ein bisschen größer machen. So. Ich sorge mal dafür, dass wir diese Fehlermeldung bekommen. Das heißt, wir setzen den Fehler. Und jetzt ist er noch in dem Bereich. Und es hat ein wenig gedauert, bis er hier den PIN auf 1 gesetzt hat. Ich nehme das mal zurück. Jetzt dauert das wieder ein wenig, bis er den Fehler auch wirklich bemerkt hat. Und jetzt setze ich wieder den Fehler. Und dann dauert es eine Zeit, bis hier gleich auch, da ist der Fehler erkannt worden. Das heißt, er ist zunächst immer einmal hier in der Bearbeitung dieser Vorschleife. Und erst wenn die Vorschleife komplett abgearbeitet wurde, dann kann er die Fehlerauswertung machen. Und das wäre natürlich für ein kritisches System fatal, wenn wir einen Fehler bekommen und der Mikrocontroller zunächst einmal in der While-Schleife gefangen ist, erst eine Vorschleife hier abarbeiten muss und sich erst dann anschließend um die Fehler kümmern kann. Und das, was man hier, wenn man das so macht, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann nennt man das Polling. Das heißt, man fragt ab und zu in der While-Schleife, vielleicht am Ende der While-Schleife einmal ab, ob irgendwelche Signale bearbeitet werden müssen. Und wenn ja, dann macht man das. Und ansonsten beschäftigt man sich mit den Sachen, die man in der While-Schleife ansonsten so machen möchte. Das heißt, man fragt im Prinzip nur ab und zu mal ab. Und das nennt man Polling. Im Gegensatz dazu haben wir die Möglichkeit, Interrupts zu gebrauchen. Und wie man das macht, das zeige ich jetzt einmal. Ich gehe mal zurück. Wieder in den Source Code und gucke mir mal an, wie ich das mit den Interrupts machen kann. So, ich bin jetzt hier wieder in dem Source Code und werde das jetzt nicht mehr über die über das Polling machen, sondern über Interrupts. Und zwar sieht das so aus, wir nehmen hier dieses Polling erstmal raus. Das brauchen wir nicht mehr. So. Der da unten hat auch nicht zu suchen. Und definieren jetzt eine Interrupt Service Routine. Was die Interrupt Service Routine genau macht, das gucken wir uns gleich genau an. Wir nehmen die gleiche Funktion, Fehlerauswertung. Ich benenne die kurz um. Ich nenne die Interrupt Service Routine unterstrich Fehlerauswertung, so dass man sieht, dass es keine normale Funktion ist, sondern eine Interrupt Service Routine. Und das muss man bei der Definition der Funktion auch sagen, dass das eine Interrupt Service Routine ist. Das heißt, es bekommt noch einen Zusatz, Interrupt, und das ist der Interrupt 0. Wir haben verschiedene Interrupt-Möglichkeiten und ein externer Interrupt ist der Interrupt 0. Und in diesem Interrupt, in dieser Interrupt-Service-Routine, da schreiben wir einfach in den Port-Pin Alarm eine 1. Das heißt, wenn wir einen Fehler bekommen, dann schreiben wir in Alarm eine 1. Okay, die Interrupt Service Routine, die wird immer dann ausgeführt, oder der Interrupt dafür wird dann ausgeführt, wenn am Port Pin 3.2
eine 0 einliegt. So, dann schreibe ich, wenn an 3.2 eine 0 anliegt, dann wird diese Interrupt-Service-Routine aufgerufen. Um die Interrupt-Service-Routine starten zu können, müssen wir zunächst einmal noch einige Dinge erledigen. Diesen Fehler brauchen wir auch nicht mehr. Und zwar müssen wir zunächst einmal dafür sorgen, dass Interrupts überhaupt zugelassen werden. Interrupt enable all ist gleich 1. Damit sagen wir, okay, der Mikrocontroller lässt überhaupt Interrupts zu. Und wir müssen diesen speziellen Interrupt 0 noch einmal zulassen. Das heißt, den Interrupt enable externer Interrupt 0 ist gleich 1. Damit haben wir auch diesen Interrupt entsprechend dann zugelassen. Wie diese Interrupts im Einzelnen genau funktionieren, das werden wir uns in späteren Folgen nochmal angucken. Heute soll es erst einmal darum gehen, was ist eigentlich der prinzipielle Unterschied zwischen Interrupts und Polling. Okay, ich übersetze das Ganze einmal. Hat er gemacht. Ich lade das Ganze mal auf den Emulator. Und starte das ganze Programm einmal. Vorher brauchen wir noch den Port 3, damit wir überhaupt unseren Interrupt auslösen können. Da ist der Port 3. Das ist der Port 1, der gleich die ganze Zeit durchlaufen wird. Und Port 2, dort werden wir gleich das Alarmsignal sehen. Also ich starte das Programm. Und hier der Port 3 am Pin 2, das ist 0, das ist 1, das ist 2. Wenn ich den jetzt auf 0 setze, dann kommt hier oben sofort der Interrupt. Ich nehme den mal wieder raus, das Signal. Und wenn ich den hier auf 0 setze, kommt sofort der Interrupt. Wenn das Signal auf 0 bleibt, das heißt, ich habe einen Fehler die ganze Zeit und ich nehme hier dieses Signal wieder raus, dann sieht man, dass die Interrupt-Routine sofort aufgerufen wird. Der springt sofort wieder auf 1. Weil sofort die Interrupt-Routine aufgerufen wird. Unabhängig davon, wo ich gerade in meiner While-Schleife hier bin. Sofort, wenn der Interrupt anliegt und er liegt die ganze Zeit an, das heißt, er ruft jetzt laufend die Interrupt-Service-Routine auf. Ich nehme das Signal mal wieder zurück, lösche letztendlich meinen Alarm. Und wenn ich jetzt wieder an diesem Pin, an diesem externen Pin, mein Fehlersignal dort anlege, dann wird sofort die Alarmroutine aufgerufen. Das ist also der Unterschied zwischen Interrupts und Polling.